Ich rufe jetzt auf den Tagesordnungspunkt 11. Ich rufe jetzt auf den Tagesordnungspunkt 11, das ist die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der Freien Demokraten, Hessisches Corona-Hilfegesetz 203705 zu 202663. Ich darf um Berichterstattung bitten, Herrn Kollegen Dr. Naas in Vertretung der Frau Kollegin Schardt-Sauer. Bitte schön, Herr Dr. Naas, Sie haben die Möglichkeit zur Berichterstattung. Und wenn Sie möchten, können Sie dann danach auch gleich mit Ihrem Redebeitrag beginnen. Vereinbarte Redezeit 7,5 Minuten. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Haushaltsausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung abzulehnen. Das wurde beschlossen in der Sitzung am 23. September 2020 mit den Stimmen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, gegen Freie Demokraten, DIE LINKE, bei Stimmenthaltung von SPD und AfD. So, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, nach dieser fulminanten wird hier zugerufen Beschlussempfehlung, die ich natürlich nicht teile, und dem digitalpolitischen Einwurf von der Kollegin Wissler möchte ich noch einmal für den Gesetzentwurf der Freien Demokraten werben. Wir haben diesen Gesetzentwurf zur Corona-Hilfe im April geschrieben, im Mai eingereicht. Er ist also schon einige Monate alt. Und in der Zwischenzeit hat sich ja eine ganze Menge getan. Es gab auch eine Anhörung dazu. Wir fühlen uns bestätigt durch die IHK und auch die Handwerkskammern, die Familienunternehmer, die Künstlervertreter und auch der DGB. Frau Kollegin Wissler hat ja gesagt, dass hier ein Problem besteht, was dringend der Lösung bedarf. Insgesamt kann man sagen, dass es nach den Schließungsverfügungen und entsprechenden Verordnungen eine besondere Verpflichtung des Staates gibt. Wir haben verschiedene Geschäftsmodelle lahmgelegt. Wir haben verschiedene Geschäfte geschlossen. Wir haben verschiedene Tätigkeiten faktisch zum Erliegen gebracht. Und deswegen glauben wir Freie Demokraten, dass es auch eine besondere Verpflichtung gibt, überall da, wo wir geschlossen haben oder wo eben Freiberufler keine Erwerbstätigkeit mehr nachgehen konnten, dann auch entsprechend zu entschädigen. Und deswegen haben wir diesen Gesetzentwurf eingebracht. Wir haben dann in der Anhörung und der nachfolgenden Diskussion auch gesehen, dass es natürlich mittlerweile verschiedene Hilfen gibt. Überbrückungsgeld ist hier ein Stichwort. Und natürlich auch die Soforthilfe des Landes, aber auch das Kurzarbeitergeld. Deswegen bin ich dem Kollegen Kaufmann sehr dankbar, dass er bei der Aussprache zu dem Entwurf ja auch noch einmal darauf hingewiesen hat, dass man da vielleicht noch einmal nachschärft, was die Anrechenbarkeit schon vereinnahmter staatlicher Gelder angeht. Und dementsprechend haben wir hierzu auch noch einmal einen Änderungsantrag eingebracht, sodass dies auch im Folgenden jetzt klargestellt wird. Ich möchte noch einmal an dieser Stelle sehr herzlich für unseren Gesetzentwurf werben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Naas. Nächster Redner ist der Abg. Frank-Peter Kaufmann, Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Ich meine, das ist natürlich eine Benchmark hier mit den zwei Minuten. Ne? Das muss man sagen. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich muss zugeben, der Kollege Naas hat mich jetzt doch ein bisschen überrascht, weil er wollte intensiv werben, und da hat er aber nicht viel Zeit für gebraucht. Offensichtlich hat er selber gemerkt, dass sein Gesetzentwurf irgendwie doch eher wirkungslos und überflüssig ist. Und deswegen kommt mir mal wieder in den Sinn, FDP bedeutet in Wahrheit doch nichts anderes als die Abkürzung für den Papierkorb. Meine Damen und Herren, das Beste wäre in der Tat, wenn die Antragsteller den Gesetzentwurf zurückziehen würden. Denn auch wenn wir gerade erlebt haben, wie der Kollege Naas, wenn auch im Galopp, versucht hat, dieses tote Pferd hier noch einmal zu reiten. Wir erinnern uns, im Mai trug der Kollege Naas uns vor, dass das Gesetz ein wesentlicher Beitrag zur Rettung der hessischen Wirtschaft sei. Jetzt sind wir, wie Sie selber festgestellt haben, 5 Monate weiter. Die Landesregierung und die Koalition haben ziemlich erfolgreich der hessischen Wirtschaft in der Corona-Krise beigestanden. Ich verstehe ja, dass es schmerzt, wenn man
als Partei der selbsternannten größten und intimsten Wirtschaftskenner weltweit dann erleben muss, dass man nicht nur überhaupt nicht gebraucht wird, sondern auch, dass ausgerechnet noch unter grüner Ressortverantwortung zielgenaue Hilfen gestaltet und von einer CDU-grünen Landesregierung insgesamt in einer Weise administriert werden, die den Vertreterinnen und Vertretern der Wirtschaft nur höchste Lobestöne entlockt. So spürte dann die FDP offensichtlich den politischen Zwang, jetzt endlich auch eine eigene Aktivität vorweisen zu müssen, sodass der Gesetzentwurf, über den wir heute das zweite Mal im Plenum debattieren, damals, wir haben es gehört, in aller Eile im April zusammengeschustert wurde. Da war natürlich auch keine Zeit für sorgfältige Recherche und auch keine Zeit für einen Überblick, was denn die Parteifreunde in Regierungsverantwortung so an anderen Stellen in der Bundesrepublik so machen. Meine Damen und Herren, wie groß der Druck bei der FDP erkennt man leicht daran, wie schlecht der Gesetzentwurf tatsächlich gemacht ist. Der Kollege Naas hat sich schon bedankt für die Anschärfung, wie Sie es nennen. Es war schlicht und einfach ein Sinnfehler größter Dimension, der Ihnen als Fraktion von 5 Juristinnen und Juristen und insgesamt, wie gesagt, Wirtschaftskennern hoch 3 passiert ist. Und das zeigt doch nur, dass man nicht sorgfältig gearbeitet hat. Sonst wäre das nicht passiert. Meine Damen und Herren, die Frage, die sich stellt, ist doch, warum eigentlich so zwingend es richtig ist, aus Sicht der FDP die Hilfe für die Kleinstunternehmen um 2.000 € aufzustocken, wenn in beiden Nachbarländern, in denen FDP-Minister Wirtschaftsressorts leiten, nicht in diese Richtung gedacht wird, obwohl die Hilfe sogar noch deutlich unterhalb dort liegt, als sie bei uns in Hessen beträgt. Warum die Herren Pinkwart und Wissing überhaupt keine eigenen Mittel über die Bundeshilfen hinaus bereit sind, herauszugeben, das wäre doch bei einer Betrachtung durchaus mal ins Visier zu nehmen. Meine Damen und Herren, Ihr neuer Generalsekretär, Herr Wissing, der soll, ist ja personifiziert, so haben wir es lesen können, die neue wirtschaftsfreundliche Ausrichtung der FDP. Und dazu kann man dann hier nur feststellen, dass zur Wirtschaftsfreundlichkeit von Herrn Wissing zusätzliche Finanzhilfen ganz offensichtlich nicht zählen. Vielleicht müssen Sie Ihrem Kollegen jenseits des Rheins da noch einmal Nachhilfe geben. Meine Damen und Herren, nicht, dass Sie mich missverstehen. Ich kritisiere Herrn Wissing gar nicht. Die Stimmung ist gut, das freut mich. Ich kritisiere ihn nicht dafür, dass er die Spendiermentalität der hiesigen Gelb-Blau-Magenta-Truppe sich nicht zu eigen macht. Das ist richtig. Und auch wir GRÜNE sind der Auffassung, dass Kategorien von Schadensersatz bei den Hilfeleistungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie nicht greifen sollten. Entscheidend sollte nur die tatsächliche Notlage sein, bevor öffentliche Mittel, also das Geld der Steuerzahlerin, verausgabt werden. Nicht Kaskomentalität, sondern Solidarität ist unseres Erachtens die richtige Haltung. In der Krise, und das mag für die SPD schwer zu verstehen sein, ist eben Solidarität das Gebot und nicht, wie es Ihr politisches Programm Ihnen vielleicht vorgibt, das Scheffeln zu fördern, sondern wir sagen, das Teilen zu fördern. Meine Damen und Herren, ich fasse zusammen. Der Gesetzentwurf ist aus unserer Sicht der untaugliche Versuch, mit einer überbürokratisierten Regelung unabhängig vom tatsächlichen Bedarf der Unternehmen letztendlich Millionen aus Steuermitteln und zum Teil aus Krediten, die wieder getilgt werden müssen, aus Steuermitteln hier zu leisten, ohne wirksam werden zu wollen. Ich bleibe dabei, als Hessische Regierungskoalition helfen wir denen, die in der Krise wirklich Hilfe brauchen. Die FDP will lediglich sich selbst über ihre eigene Profilneurose helfen. Das machen Sie bitte ohne uns. Vielen Dank, Herr Kaufmann. Nächster Redner ist der Kollege Eckert für die Fraktion der Sozialdemokraten. Bitte, bitte. So, das Wort hat der Kollege Eckert und sonst niemand. Wenn ihr etwas zu diskutieren habt, macht das bitte draußen. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Meine sehr verehrten Damen und Herren, zum Vorredner vielleicht. Manche Reden richten sich selbst. Also von daher.
Weil, Herr Kaufmann, es ist nämlich gut und es ist richtig und notwendig, dass dieser Hessische Landtag sich und dann dankenswerterweise jetzt durch den Gesetzentwurf der FDP mit den Fragen der Herausforderungen für unsere Wirtschaft durch die Corona-Krise intensiv beschäftigt. Und dann ist die FDP mit ihrem Gesetzentwurf ein Lösungsvorschlag, wie wir damit umgehen. Dass Sie das hier so abtun, zeigt überhaupt, wie Sie mit dieser Krise auch aus wirtschaftspolitischer Sicht umgehen wollen, meine Damen und Herren. Und wenn wir auch am Dienstag wieder gehört haben, auch von Ihrem Minister, in dem Falle, dass Hessen ja nur mit minus 6,1% der Wirtschaftsleistung sozusagen im Rückfall besser im Moment dasteht wie viele andere Bundesländer, dann vermisse ich auch von Ihnen die klaren Aussagen, dass wir das befürchten, dass wir dafür aber viel länger in der Krise bleiben werden, weil wir mit Infrastrukturthemen wie dem Frankfurter Flughafen, der Luftverkehrswirtschaft auch ein paar andere Baustellen haben, die viel länger in der Krise bleiben werden wie viele andere Branchen. Und das gehört dann nämlich auch zur Wahrheit dazu. Und das, finde ich, gehört dann auch zur Redlichkeit dabei. In der Frage, wenn es heißt, das ist ja schon abgehangen, 4, 5 Monate, nein, diese Krise wird uns auch noch eine ganze Zeit lang beschäftigen, meine Damen und Herren. Das hat Kollege Decker in der ersten Lesung zu dem Gesetzentwurf hier auch sehr deutlich gemacht. Wir haben im April mit unseren Anforderungen, wie muss Corona-Hilfe im Lande Hessen aussehen, für wirklich nachhaltige Hilfe und Unterstützung im Lande Hessen. Das machen die Freien Demokraten mit ihrem Gesetzentwurf, dass sie auch ihre Sicht darauf mit darlegen. Und das Einzige, von denen wir gewartet haben, dass sie mal tatsächlich strukturiert vorlegen, wo sie hinwollen, ist die Landesregierung. Und kommen Sie mir bitte gleich nicht in Ihren Redebeiträgen noch einmal damit. Wir haben doch am Dienstag der große neue Hessenplan von Herrn Minister Al-Wazir vorgelegt bekommen. Ich möchte dazu nämlich zitieren, und ich finde, das trifft es ganz gut. Von der Politik des legendären Ministerpräsidenten Georg August Zinn sind die am Dienstag vorgestellten Unterstützungsprogramme für krisengeplagte Unternehmen weit entfernt. Und das Zitat geht weiter. Der neue Hessenplan ist laufendes Verwaltungsgeschäft, kein Jahrhundertvorhaben. Dass Al-Wazir bei der Namensfindung so daneben gegriffen hat, ist jedoch kein Zufall. Mit der wie aus dem Nichts aufgekommenen Krise tut sich der Minister seit Anbeginn schwer. In den endlos scheinenden Jahren des Aufschwungs war es nicht aufgefallen, dass der grüne Politiker noch immer mit der etablierten Wirtschaft fremdelt, dass kaum jemals etwas Grundsätzliches zur Zukunft der hessischen Wirtschaft von ihm zu hören war und so weiter, meine Damen und Herren. Ich finde, Frau Faeser hat am Dienstag das Richtige gesagt, so wie Herr Köhler das heute auch in der Rhein-Main-Zeitung genau so nämlich dargelegt hat. 0% Inhalt, 100% PR, aber das ist halt nun mal etwas zu wenig für die Landesregierung. Und Kollege Naas hat eben noch einmal kurz auch schon auf die Anhörung sich bezogen. Ich fand auch die Anhörung, man kann sie ja nachlesen, die Unterlagen noch einmal dazu, die mündliche Anhörung war in zweifacher Hinsicht, finde ich, sehr aufschlussreich. Auf der einen Seite sehr intensive Beschreibungen von Soloselbstständigen aus Kunst, Kultur, auch aus der Bauwirtschaft, die aus ihrer Sicht dargelegt haben, wo die Probleme und die Herausforderungen sind. Und die zweite Seite war aber, dass bei der Anhörung immer wieder der Finanzminister erklären musste, was sie ja eigentlich alles schon tun und dass wir ihnen ja helfen und dass wir da noch einmal nachsteuern müssen. Da muss die Not schon relativ groß sein, wenn man dann tatsächlich bei dieser Debatte so mit einsteigen muss, meine Damen und Herren, und deutlich macht, dass ja sie eigentlich sich um alles kümmern und der Gesetzentwurf nicht notwendig ist. Da, finde ich, war die Anhörung sehr aufschlussreich. Und ich will deswegen auch noch einmal Ihnen deutlich zurufen. Niemand hindert Sie als hessische Landesregierung daran, ein eigenes Programm für Soloselbstständige aufzulegen. Niemand hindert Sie daran, außer der fehlende politische Wille in diesem Hause, meine Damen und Herren. Und ich habe es in den letzten Wochen bei vielen Demonstrationen immer wieder gesagt, dass ich mit dem Wirtschaftsminister einer Meinung bin, wenn es um die Frage von Kultur- und Kreativwirtschaft in unserem Land geht. Nämlich, dass sie ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für dieses Land, für unser Bundesland Hessen sind. Und ich habe immer wieder deutlich gemacht, ja, da hat er recht. Aber wenn das in guten Zeiten gilt, dann muss das verdammt noch einmal auch in schlechten Zeiten gelten. Und wir müssen entsprechend dort auch die Hilfe hinkommen lassen, wo sie notwendig ist. Deswegen nicht nur bei gutem Wetter darüber reden, sondern dann, wenn es auch mal stürmt, entsprechend handeln, meine Damen und Herren. Und dass Sie das ja selbst tatsächlich auch im Kern so sehen. Kollege Bamberger redet, glaube ich, nach mir noch einmal. Von daher können Sie ja etwas dazu sagen. Denn in der Anhörung am 26. August dieses Jahres
wurde in der Anhörung von Herrn Markus Philipp gesagt, ich zitiere, selbst die Landtagsfraktion der CDU hat festgestellt, dass die bisherigen Hilfen nicht ausreichen. Punkt. Dann macht er viele Ausführungen noch dazu und schließt damit ab mit der sehr berechtigten Frage, warum macht die Landesregierung in Hessen dann nicht, denn nicht selbst endlich diesen Vorstoß, wenn dieser zum Beispiel schon nicht im Bund umgesetzt wird? Zitat Ende, meine Damen und Herren. In der Tat, da hat er die vielen Fragen, die wir an dem Tag erörtert haben, treffend auf den Punkt gebracht. Es liegt daran, dass Sie selbst dort nicht handeln, meine Damen und Herren. Soloselbstständige, Clubs, Diskotheken, die Perspektiven für die Luftverkehrswirtschaft, Tourismus, die Busunternehmerinnen und Unternehmer, -Unternehmer, die Gastronomie, die Schausteller. Heute hat uns alle die Kinobranche aus Hessen auch noch einmal angeschrieben. Da gibt es einen ganzen Strauß an Branchen, bei denen wir tatsächlich auch als Land im Bereich der Corona-Hilfen sicherlich noch mit einsteigen müssen in die Diskussion, wie dort zu helfen ist, und dann wirklich auch Lösungen präsentieren. Ich finde ganz spannend, das will ich an der Stelle, weil ich gehört habe, dass wir noch einmal über diese Debatte hier führen werden. Wenn wir in der weiteren Verlauf über dieses Gesetz auch diesen Fokus, der in der Anhörung mit rausgekommen ist, dass wir nicht nur im Fokus auf die Schließungsbetroffene all unsere Hilfen ausrichten, sondern auch den Fokus erweitern um Hilfen für die, bei denen die Kriterien der unmittelbaren, zurechenbaren Folgenausschließungen zum Tragen kommen. Das erweitert das Spektrum und finde, gibt auch noch ein rundes Bild in der Frage, wie passgenau sind Hilfen. Das finde ich eigentlich in der Tat noch einen ganz spannenden Punkt. Deswegen, meine Damen und Herren, geht es auf der einen Seite um finanzielle Hilfen, auf der anderen Seite, Frau Faeser hat das heute schon einmal sehr deutlich hier gemacht, auch in der Frage, wie helfen wir eigentlich verschiedenen Branchen, damit sie wieder auch ins Wirtschaften kommen. Da war das Stichwort der Schausteller heute Morgen. In der Tat ist nämlich nicht die Hilfe unser allererstes Ziel, sondern unser Ziel ist es, mit den Hilfen Wirtschaft dahin zu bekommen, dass sie nach der Krise auch wieder weiter wirtschaften können. Wir wollen die Wirtschaft ins Wirtschaften bringen. Dafür herzlichen Dank dafür, dass die FDP mit ihrem Gesetzentwurf uns heute die Möglichkeit gibt, darüber zu diskutieren. Ich finde, es ist richtig und wichtig, Herr Präsident, damit komme ich auch zum Ende, dass wir nicht nur über die PR und die bunten Bildchen des Ministers diskutieren, sondern über die Frage von echter Wirtschaftspolitik und der Frage von Hilfe für Unternehmen in diesem Land diskutieren. Weil, wie heißt es so schön, auch Wirtschaftsminister muss man nicht nur wollen, man muss es auch können. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Eckert. Nächster Redner ist der Abg. Heidkamp für die Fraktion der AfD. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, gestatten Sie mir wenige kurze, aber grundsätzliche Überlegungen, ohne die man unsere Entscheidung nicht nachvollziehen kann. Diese beziehen sich sowohl auf den Inhalt des Gesetzentwurfs, den präzierenden Änderungsantrag vom 22. September 2020, aber vor allem auf das Datum, den 28. April 2020, zu dem der Gesetzentwurf eingebracht wurde. Wir haben in diesen 5 Monaten gelernt, dass die Kosten der Corona-Pandemie höher, die wirtschaftliche Entwicklung langsamer, die Folgen gravierender und die Schulden aller Wahrscheinlichkeit größer ausfallen werden als noch im April gedacht. Die Organisationen, die Menschen, welche in existenzielle Probleme geraten, werden zahlreicher, die Nöte und Ängste wachsen und die Summen drohen zu explodieren. Wir sehen uns ansteigenden Forderungen um Hilfen, finanzielle Unterstützung gegenüber und finden uns als Politiker in einer zunehmend unangenehmen Situation. Welchen Antragstellern soll oder kann man schon Nein sagen? Ein Ende der Entwicklung im Sinne einer zufriedenstellenden Lösung für alle ist nicht absehbar, jedenfalls von sehr unsicheren Faktoren abhängig. Die damals in einer Notsituation verständliche Politik der maximalen Risikovermeidung und optimalen Absicherung gegen finanzielle Einbußen aller Betroffenen wird entweder an ihre Grenzen stoßen oder die Verschuldung wird in untragbare Dimensionen wachsen.
Die Regierungen im Land, im Bund und in der EU haben sich für eine Verlagerung der finanziellen Verschuldung in eine ferne Zukunft entschlossen, in eine Zukunft, bei der viele Menschen der Illusion zu erliegen drohen, meinen davon ausgehen zu können, die Rückzahlung der aufgehäuften Schulden selbst nicht mehr leisten zu müssen. Damit haben die Regierenden sich in eine Zwangslage manövriert, denn unter diesen Bedingungen ist es den Menschen nicht mehr vermittelbar, dass man aus den Problemen nur herauskommen kann, wenn es gelingt, die Wirtschaft auch unter Hinnahme gewisser Risiken wieder in normale Bahnen zu lenken. Wir müssen darüber nachdenken und mit den Bürgern diskutieren, wie das zu bewerkstelligen ist. Schon die Reduzierung der Tilgungsfrist der einzugehenden Schulden auf 10 Jahre, alles andere ist unverantwortlich und sogar unanständig den kommenden Generationen gegenüber, würde den Bürgern sofort vor Augen führen, dass die Kosten der bisherigen Politik einfach zu hoch sind. Die Frage der Verteilung der Kosten zwischen den Generationen wird in naher Zukunft an Schärfe gewinnen durch die Frage, welche Gruppen in den jeweiligen Generationen in welcher Gewichtung zur Kasse gebeten werden. Diese für den gesellschaftlichen Frieden gefährliche Entwicklung kann nur abgemildert werden durch die Reduzierung der Hilfen auf das für den Erhalt der Strukturen notwendige Maß. Damit sind wir beim Gesetzentwurf der FDP, welchem diesem Grundsatz widerspricht. Es geht hier ausdrücklich nicht mehr nur um die Aufrechterhaltung einer betrieblichen Struktur und damit um ein gesamtgesellschaftliches Interesse, sondern vorrangig um persönliche Einkommen von Soloselbstständigen und Kleinunternehmen. Es geht um Erstattungen von Lohnkosten und in Einzelfällen von beträchtlichen Gewinnausfällen. Das führt uns zurück auf die eingangs erwähnte Problematik, die diesen Gesetzentwurf wie aus einer anderen Zeit erscheinen lässt. Die sehr unsichere Entwicklung der Wirtschaft, das schwindende Steueraufkommen bis in die nächsten Jahre hinein, lässt uns doch gar keine andere Wahl, als alle Anfragen und Forderungen nach Unterstützung und Hilfe in Zukunft wesentlich restriktiver zu handhaben. Noch einmal werden wir nicht mit einer anteiligen Erstattung der Gewerbesteuerausfälle durch den Bund rechnen können. Die Einkommensteuer bricht ein. Konjunkturunterstützende Entwicklungen in den umliegenden EU-Ländern sind nicht erkennbar. Eine Verschuldung über das Sondervermögen der 12 Milliarden hinaus ist schlicht undenkbar. Die Ideen von John Maynard Keynes sind immer sehr populär, wenn es darum geht, mehr Geld, auch gerne über Deficit Spending, in die Wirtschaft zu pumpen. Zurückgezahlt werden soll dann immer aus dem zukünftigen Wachstum. Ich frage Sie, woher soll dieses Wachstum kommen? Bei einer Koalition, bei der eine der Parteien weiteres Wachstum für des Teufels hält und bereit ist, die industrielle Basis des Landes für nach ihrem Verständnis höherwertige Ziele zur Disposition zu stellen. Welche andere Lösung hat die Regierung denn sonst anzubieten? Damit sind wir beim Haushalt 2021. Wir müssen die Ausgaben um die nicht unbedingt notwendigen Positionen kürzen, auch wenn dabei die eine oder andere Liebhaberei oder das eine oder andere Steckenpferd auf der Strecke bleibt. Wir dürfen das Sondervermögen von 12 Milliarden nicht vollständig ausgeben. Jede eingesparte Milliarde ist für unsere Kinder ein Gewinn an Gestaltungsfreiheit, die wir ihnen nicht nehmen dürfen durch ein egoistisches Verhalten. Vielen Dank, Herr Heidkamp. Nächster Redner ist der Abg. Dirk Bamberger für die Fraktion der CDU. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte zunächst eine kleine Bestandsaufnahme vorwegschicken, auch wenn sie uns allen geläufig ist, aber ich möchte das eine oder andere noch einmal vertiefend hier darstellen. Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus stellen die größte Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg dar. Die Corona-Pandemie hat die gesamte Weltwirtschaft im ersten Halbjahr 2020 in eine tiefe Rezession gestürzt. Nach Aufhebung des Lockdowns und vieler Lockerungen
Haben sich einzelne Wirtschaftszweige wieder erholt oder befinden sich in der Erholung? Diese Entwicklungen sind zwar mit Vorsicht zu betrachten, aber immerhin ein kleiner Silberstreif am Horizont. Wir kennen die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt, wir kennen die Entwicklung der Kurzarbeiterzahlen. Für alle Branchen haben der Bund und das Land sehr gut reagiert und einen Mix aus den verschiedensten Hilfsangeboten in nie dagewesener Größenordnung auf den Weg gebracht. Das war und ist möglich, meine sehr verehrten Damen und Herren, weil sich alle demokratischen Parteien ihrer staatstragenden Verantwortung an dieser Stelle bewusst gewesen sind und bewusst sind und bei allem Streit über den richtigen Weg bewusst sind darüber, dass hier dieser Entwicklung massiv entgegenzuhandeln ist. Ich darf auf die Maßnahmenpakete von Bund und Land eingehen. Das Land Hessen unterstützt die Unternehmen auf vielfältige Art und Weise. Bislang sind mehr als 6,6 Milliarden Euro über Zuschüsse, Darlehen, Bürgschaften oder steuerliche Erleichterungen geflossen. Aus dem Sondervermögen Hessens gute Zukunft sichern stellen wir weitere 1,1 Milliarden Euro an Mitteln zur Unterstützung der hessischen Wirtschaft zur Verfügung. Und der von Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir, Herr Kollege Eckert, ich kann es Ihnen nicht ersparen, Sie haben es herbeigerufen, am Dienstag vorgestellte neue Hessenplan für Hessens Wirtschaft umfasst mehr als ein Dutzend Einzelmaßnahmen, die sich auf über 1 Milliarde Euro summieren. Und ich will Ihnen auch dann zitieren, den Wirtschaftsminister. Der Plan macht unsere Wirtschaft widerstandsfähiger, innovativer und nachhaltiger, damit wir aus dieser Krise stärker herausgehen, als wir hineingegangen sind, und damit uns keine Krise mehr so hart trifft wie diese. Und ich finde, wenn man 1,1 Milliarden Euro in diesem Plan, in diesem Hessenplan noch einmal zur Hand nimmt und noch einmal in die Wirtschaft reinbringt, ich finde, das ist echte Wirtschaftspolitik, lieber Herr Eckert. Um die Stabilisierung von durch Corona in Not geratenen Unternehmen geht es bei drei umfangreichen Hilfsprogrammen des neuen Hessenplans, auf die ich auf jeden Fall jetzt noch einmal hinweisen möchte. Weil ich habe so den Eindruck, es wird immer so getan, als täten wir nichts und als würden wir der Entwicklung nur zuschauen und die Hände in den Schoß legen. Der mit bis zu 500 Millionen Euro ausgestattete Hessenfonds kann befristete Beteiligungen, Bürgschaften und Haftungsübernahmen für Unternehmen ab 50 Beschäftigte finanzieren. Für kleinere Unternehmen wird das stark nachgefragte Programm Mikroliquidität um 200 Millionen Euro aufgestockt. Und für Unternehmen, an denen die bisherigen Hilfsprogramme vorbeigegangen sind, ist eine neue Notfallkasse im Umfang von bis zu 50 Millionen Euro vorgesehen. Um die Konjunktur zu beleben, sieht der neue Hessenplan massive Investitionen vor, die besonders die Baubranche und das Handwerk stützen. Und die dritte Dimension des Plans ist die Begleitung des technologisch-ökonomischen Wandels. Erstens durch Stärkung der Berufsausbildung, zweitens Weiterbildung auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz, drittens Aufstockung des Programms Digitalisierungszuschuss und viertens mehr Beratung für Start-ups sowie Gründerstipendien. Das ist echte Wirtschaftspolitik, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dazu kommen eben noch die entsprechenden steuerlichen Maßnahmen und Unterstützung. Herr Kollege Naas, im April geschrieben, im Mai eingereicht, haben Sie vorhin gesagt, und Sie haben auch selber gesagt, seitdem ist viel geschehen. Das ist richtig. Nämlich vieles von dem, was ich gerade vorgetragen habe, ist in der Zwischenzeit geschehen. Unbestritten ist die Tatsache, dass viele Branchen weiterhin die Unterstützung des Staates benötigen. Und aus unserer Sicht gibt es dafür aber schon eine ganze Reihe geeigneter Instrumente, die ich eben gerade aufgezählt habe. Zum einen haben wir die Überbrückungshilfe des Bundes, aber auch die Möglichkeit der Grundsicherung für Soloselbstständige, deren Inanspruchnahme, das ist uns sehr bewusst für die Betroffenen, eine enorm große emotionale Hürde darstellt. Bei beiden Instrumenten hat die Bundesregierung auch noch einmal nachgesteuert. Die Überbrückungshilfe wurde für die Monate September bis Dezember 2020 verlängert und der Zugang wurde dazu noch erleichtert und die Hilfen wurden erweitert. Und auch bei der Grundsicherung wurde die Vermögensprüfung weiter vereinfacht und entbürokratisiert. Ich möchte an dieser Stelle, wo das Thema Soloselbstständige noch einmal angesprochen wurde, auf eines deutlich machen. Wenn wir von Soloselbstständigen reden und deren entgangenen Gewinnen und Erträgen, dann reden wir hier nicht über Reichtümer, sondern über eine Einkommensquelle, die den Lebensunterhalt sichert. Darüber sind wir uns absolut bewusst. Nur die Fragestellung, ob wir einen Schadensersatz, ob wir für einen Schaden aufkommen sollen, ob wir einen Schadensersatz leisten sollen, da muss ich Ihnen sagen, fehlt mir jegliche Fantasie, weil keiner hier im Raum
kann valide und fundiert eine Quantifizierung darüber abgeben, was uns denn da eigentlich wirklich finanziell erwartet. Und ich befürchte einen massiven finanziellen Anspruch gegen das Land Hessen, wenn wir hier tatsächlich über Schadensersatz sprechen. Und zum anderen ist die Finanzierung auch noch völlig unklar. Niemand weiß, wie viele Mittel denn überhaupt benötigt werden und woher diese kommen sollen. Der Gesetzentwurf der FDP ist an dieser Stelle recht unklar und rechnet mit nicht verausgabten Mitteln, die überhaupt nicht mehr zur Verfügung stehen. Und das steht auch im Widerspruch zur Aussage von Frau Schardt-Sauer, die kürzlich sagte, sie, die Landesregierung, muss jetzt bei der Haushaltsplanung für 2021 solide agieren, alle Ausgaben auf den Prüfstand stellen und vor allem keine weiteren neuen Schulden machen. Wir fordern den Finanzminister auf, zu sparen und konsequent auf die Ausgabenbremse zu treten. Ich glaube, das braucht man unserem Finanzminister gar nicht zu erzählen. Aber wie, außer mit neuen Schulden, soll denn Ihr Gesetzentwurf, Herr Dr. Naas, denn finanziert werden? Die von Ihnen dargestellten Deckungsvorschläge jedenfalls reichen hierfür nicht aus. Und zudem würde die Bearbeitung und dabei die Gegenrechnung zu bisher erhaltenen Hilfen einen enormen Bürokratieaufwand bedeuten. Hessen würde hier nicht ergänzend arbeiten, sondern Doppelstrukturen schaffen. Hessen folgt hier der Linie des Bundes, so wie die allermeisten Länder auch. Den einzigen wirklichen Sonderweg geht hier Baden-Württemberg mit der Sonderzahlung von gut 1.000 €. Ob die Soloselbstständigen damit immer besser fahren als mit einer Grundsicherung, ist zumindest anzuzweifeln. Und ganz wichtig ist dennoch, die psychologische Hürde, die Grundsicherung in Anspruch zu nehmen, herauszunehmen aus diesem Prozess. Es ist ganz wichtig festzustellen, dass sich niemand schämen muss, diesen Weg zu gehen. Die Betroffenen sind schuldlos in Not geraten und können auf diese Hilfe zurückgreifen. Einige Erfahrungsberichte zeigen, dass das auch von vielen Soloselbstständigen genauso erfolgreich, unbürokratisch und schnell genutzt wird. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, es überrascht Sie nicht, wir lehnen den Gesetzentwurf ab. Und insgesamt empfinden wir das Gesetz als nicht ausreichend, als unausgewogen. Es schafft zusätzliche Bürokratie und Doppelstrukturen. Die Finanzierung ist nicht klar. Und damit möchte ich dann meinen Redebeitrag schließen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Bamberger. Für die Fraktion DIE LINKE ist der nächste Redner der Kollege Schalauske. Ich glaube, bitte? Über die Höhe dürfen wir uns unterhalten, da komme ich gleich zu. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich glaube, relativ einheitlich sind wir hier in der Überlegung, dass die Corona-Pandemie zweifelsohne viele wichtige Bereiche unseres wirtschaftlichen Lebens beeinträchtigt und dass Bund und Land in einem überraschenden Maße auch schnell willens und in der Lage waren, zumindest in Teilbereichen zu helfen. Das ist, glaube ich, über Parteigrenzen hinweg schon einmal festzustellen. Unternehmen bekommen Bürgschaften, Übergangshilfen und Krediten. Aber diese Programme haben alle auch Lücken und sie haben auch Fehlgewichte. Und eine Gruppe hat die Politik vergessen, vielleicht sogar links liegen gelassen, während in Hessen große Unternehmen zum Teil großzügige finanzielle Unterstützung bekommen, sind kleine Solo-Selbstständige, Künstlerinnen und all diejenigen, die sich in sehr prekären Umständen als Selbstständige durchs Leben kämpfen, nach wie vor auf die Grundsicherung angewiesen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Und da haben wir als Linke eine klare Perspektive. Wir finden, dass diese Grundsicherung eben nicht ausreicht. Hartz IV bringt Menschen in Armut, belässt Menschen in Armut, ist die gesetzliche Festschreibung von Armut, und wir sind dagegen, Menschen per Gesetz in Armut zu schicken. Und das gilt auch für Selbstständige, die sich prekär durchs Leben kämpfen. Und wenn dann gesagt wird, lieber Kollege Bamberger, man solle doch die psychologischen Hürden irgendwie nehmen den Menschen und dass es gar nicht so schlimm sei, wenn sie sich sozusagen Hartz IV in Anspruch nehmen, dann bitte ich doch diejenigen, die Hartz IV lange Jahre propagiert haben, noch einmal zu überlegen, wie vor wenigen Jahren noch über Hartz IV-Empfänger in diesem Land gesprochen wurde.
was man für Vorstellungen verbreitet hat, was das denn für Menschen wären, die solche staatlichen Nothilfen angeblich bräuchten. Wir hatten nämlich keine Diskussion darüber, dass eine Grundsicherung ein soziales Recht ist, dass es ein Mindestmaß an Auskommen bedarf und dass sich niemand dafür schämen muss. Im Gegenteil, man hat die Menschen noch kritisiert dafür und man hat sie mit Bildern gezeichnet, die völlig unangemessen waren. Und ich finde, wenn diese Krise etwas gezeigt hat, dann dass wir vielleicht damit doch endlich mal aufhören sollten und dass es gut wäre, wenn man auch die Regelsätze erhöht und ein Bild zeichnet, dass, wenn man soziale Hilfen in Anspruch nimmt, dass das das gute Recht der Menschen ist. Und jetzt ist die Frage, natürlich stimmen wir dem FDP-Gesetz zu. Die Anhörung hat gezeigt, dass hier eine Regelungslücke ist, dass die Selbstständigen im Regen stehen gelassen werden. Und deswegen, lieber Kollege Kaufmann, finde ich auch nicht, dass man der FDP bei allen ideologischen Differenzen, die wir haben, jetzt eine Profilneurose vorwerfen kann, sondern die FDP weist hier auf ein politisches Problem hin, mit dem wir uns ernsthaft beschäftigen sollten. Und dass es da Mittel und Wege gibt, die der Kollege Bamberger so mit einem Satz abgetan hat, das hat doch aber die Anhörung gezeigt. Es gibt in Baden-Württemberg den fiktiven Unternehmerlohn. Das kann man als Ersatz für Einkommen werten. Und da sind es ausgerechnet die Grünen, die solche Regelungen auf Landesebene vorantragen. Und die, die davon betroffen sind, finden diese Regelungen sogar auch gut und würden sich wünschen, dass es die auch in Hessen gibt. Und da muss sich eine Landesregierung mit einem grünen Wirtschaftsminister schon fragen lassen, der ist jetzt gerade nicht da, aber der müsste sich schon fragen lassen, warum er in Hessen eine solche Regelung nicht in Erwägung zieht. Und dazu kommt das nächste Problem, dass diese so unbürokratischen Zugang zu Grundsicherung, und zweifelsohne gibt es jetzt in der Krise Erleichterungen. Ja, die Menschen müssen nicht mehr ihr gesamtes Erspartes aufbrauchen. Es gibt da es gibt Maßnahmen, die nicht mehr so bürokratisch sind. Aber trotzdem hat die Anhörung gezeigt, dass viele Selbstständige das so nicht einfach bestätigen können. Der Landesverband Professionelle Freie Darstellende Künste Hessen macht deutlich, dass bei fast 2/3 der Antragstellenden aus ihrer Sicht heraus die Grundsicherung alles andere als einfach und unbürokratisch gewährt worden ist. Und diese Menschen, die geraten dann einfach in die Mühlen des Hartz-Systems und sie werden dort trotz den zeitlich begrenzten Erleichterungen nicht in der Art und Weise aufgefangen, wie das hier propagiert wird. Deswegen bleiben wir dabei, die Menschen in Hartz IV zu schicken. Das kann nicht der richtige Weg sein. Und deswegen braucht es da eine Lösung. Aber, und jetzt kommt das Aber, natürlich haben wir auch noch in einigen Punkten Bedenken bei dem Gesetz. Mit Blick auf Gewerbetreibende sollten Voraussetzungen für die Bewilligung staatlicher Gelder geschaffen werden, z. B. eine Beschäftigungs- und eine Standortgarantie für die im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmerinnen, damit die eben nicht, obwohl es dann finanzielle Förderung gibt, drohen, ihren Job zu verlieren. An Unterstützungsleistungen sollten nur dann erhalten werden, wenn Tarifverträge zur Anwendung gebracht werden, wenn Ausbildung, Weiterbildung, Qualifizierung gesichert und gefördert wird, wenn es keine Gewinnausschüttung gibt und die gewinnabhängige Vergütung für Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer begrenzt wird und vor allem, dass die Unternehmen nachweisen, dass in der Vergangenheit in Deutschland Steuern gezahlt wurden und keine Steuerflucht begangen haben. Das sollten eigentlich Selbstverständlichkeiten sein, wenn es finanzielle Förderungen für Unternehmen gibt. Bei der Gewährung von Hilfen an Unternehmen, die in der Vergangenheit durch Verstöße bei der Zahlung des gesetzlichen Mindestlohns aufgefallen sind, muss mindestens einmal vor der Auszahlung von neuen Hilfen eine besondere Prüfung erfolgen. Und wir finden auch den Vorschlag gut, dass Unternehmen mit einem Betriebsrat einen Bonus erhalten. Herr Schalauske, einen kleinen Moment. Es ist zu laut im Plenarsaal. Ich bitte, dem Redner zuzuhören. Gut, aber jetzt noch einmal zurück zur dramatischen Lage der Selbstständigen. Auf absehbare Zeit wird sich an dieser dramatischen Lage auch nicht viel ändern. Das hat auch die Anhörung deutlich gemacht. Und da ist es in jedem Fall besser, Hilfe jetzt zu beschließen, an der wir dann im Einzelnen noch Kritik haben oder wo man über Detailregelungen diskutieren müsste, als eine Landesregierung zu haben, die für die Selbstständigen eben gar nichts tut. Und
wenn es in der Frage sogar schon einen Minimalkonsens gibt zwischen Linken und FDP und ja auch die SPD dafür ist, dann kann ich nicht nachvollziehen, warum CDU und Grüne, Soloselbstständige, kleine Unternehmen und Gruppen wie Künstlerinnen im Regen stehen lassen, der Verweis auf die Grundsicherung, auf Hartz IV, auf Armut per Gesetz, das ist nicht genug. Und natürlich ist es richtig, dass all diese Dinge ganz am Ende auch bezahlt werden müssen. Und da gibt es zwei Varianten. Entweder in den nächsten Jahren werden die harten Tilgungspläne der Regierungen im Bund und Land verfolgt, dann drohen Ausgabenkürzungen in den nächsten Jahren, da muss in anderen Bereichen gespart werden, da wird es auch Leidtragende geben. Oder wir diskutieren mal endlich darüber, wie man ein gerechtes Steuersystem schaffen kann, wo starke Schultern auch mehr dazu beitragen und wir dann auch die Maßnahmen entsprechend finanzieren können. Dr. Naas hat noch Minuten. Vielen Dank, Herr Schalauske. Ein paar übrige Minuten hat noch Herr Dr. Naas. Was heißt ein paar? 5 Minuten und 22 Sekunden. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, in der Tat, die habe ich mir aufgehoben, weil ich endlich einmal hören wollte, was der Kollege Kaufmann über unseren Gesetzentwurf sagt. Und was hat er dazu gesagt? Nichts hat er gesagt, gar nichts. Wenn, lieber Kollege Kaufmann, wenn einer eine Profilneurose hat, dann würde ich da vielleicht doch mal in den Spiegel schauen. Ich kann Ihnen sagen, nachdem ich das 6-mal auf Demonstrationen war mit dem Kollegen Eckert, jedes Mal schicken die Grünen einen anderen. Jedes Mal schicken sie einen anderen. Warum? Weil der nämlich mit Problemen nach Hause geht und ausgebuht wird vorher. Und da heißt es, ah ja, doch, wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem mit den Solo-Selbstständigen. Wir haben da eine Lücke. Wir sehen das ein. Der Kollege Hoffmann hat am Samstag vorgetragen, alle könnten ja jetzt aufs bedingungslose Grundeinkommen hoffen. Da ist das wieder einmal ausgebuht worden. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch der Minister war ja einmal da, hat dann alles auf den Bund abgeschoben, hat gesagt, wir haben Briefe geschrieben, nicht nur zu Conti, sondern wir haben auch Briefe an den Bund geschrieben. Sie sollen doch bitte den fiktiven Unternehmerlohn anerkennen. Aber der Bund ist hart geblieben, ich konnte nichts machen. Kollege Eckert hat es richtig gesagt. Niemand hindert Sie, hier etwas für die Solo-Selbstständigen zu tun. Niemand. Kommen Sie mal mit, Kollege Kaufmann, zu Alarmstufe Rot, wenn es um die Betriebsausgaben von einer Klavierlehrerin geht oder einem Fotografen, die gibt es nämlich nicht, das Klavier ist bezahlt und der Fotoapparat auch, wenn es um Hartz IV geht und die Schwierigkeiten in der Beantragung, wenn es um die Bedarfsgemeinschaft geht und das Schonvermögen, was nämlich entsprechend klein ist und wo man dann an seine private Altersvorsorge muss, das ist ungerecht. Und Sie wissen genau, dass es dort eine Lücke gibt. Und dass diese Lücke durch diesen Gesetzentwurf auch zumindest angesprochen und behoben wird. Und wenn Sie jetzt sagen, da gäbe es ja handwerkliche Fehler, da warte ich mal auf einen Änderungsvorschlag von Ihnen. Da warte ich bis heute. Und ich habe auch in dieser Runde auf Sie gewartet. Wenn ich die Reden vom Ministerium geschrieben bekommen würde, könnte ich vielleicht dieses Argument auch bringen und die Gesetzentwürfe dazu. Dann kann man das machen. Aber sich hier hinstellen und sagen, da ist irgendwas im 5. Spiegelstrich falsch und selbst überhaupt keinen Vorschlag zu machen, außer das Stichwort vorgestern, dass es da jetzt eine Notfallhilfe gibt, da muss ich sagen, ein bisschen wirkt ja die Opposition, ein bisschen wirkt sie ja. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir beantragen eine dritte Lesung, weil wir gespannt sind, was sich hinter diesem Notfallfonds verbirgt. Und wir wollen mit Ihnen weiter darüber diskutieren. Der Kollege Bamberger, ich bin Ihnen dankbar, hat ja das Stichwort genannt. Er hat ja gesagt, das sei nicht ausreichend in unserem Gesetzentwurf. Ich bin gespannt, wie wir mit Ihnen dann im Gespräch vielleicht die Grenzen noch etwas höher setzen können. Wir glauben, dass es hier nach wie vor Lücken gibt. Wir glauben, dass es eine Ungerechtigkeit gibt. Und wir wollen eine Entschädigung für diejenigen Betriebe und Selbstständigen, die Sie geschlossen haben durch Ihre Verordnung. Das ist nicht mehr wie richtig, das ist eine Frage der Gerechtigkeit, meine sehr verehrten Damen und Herren. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Naas. Für die Landesregierung spricht der Finanzminister, der Staatsminister Boddenberg. Herr Präsident, meine
Sehr geehrte Damen und Herren, eigentlich hatte ich mir vorgenommen, ich gucke Andreas Hofmeister an, das heute in 2 Minuten zu versuchen. Aber das wäre, glaube ich, angesichts der Debatte ein bisschen despektierlich. Deswegen will ich doch einige Punkte aufgreifen, die in der Debatte eben eine Rolle gespielt haben. Ich will zunächst einmal sagen, Herr Dr. Naas, ich will ausdrücklich feststellen, dass es völlig in Ordnung ist. Das ist jetzt wieder eine Selbstverständlichkeit, wenn ich das sage, dass Sie als Fraktion einen Gesetzentwurf einbringen zu einem Zeitpunkt, wo wir noch nicht ganz so lange in der Krise waren und durchaus noch Ideen gefragt waren, um den besten Weg oder richtige Wege zu finden, um Unternehmen jedweder Größe über diese Krise zu helfen. Sie haben aber eingangs Ihrer ersten Rede schon selbst zum wiederholten Male festgestellt, dass Ihr Gesetzentwurf ein bisschen in die Altersphase geraten ist, weil sich zwischenzeitlich, ich glaube, das darf ich zitieren, das haben Sie mehrfach auch im Ausschuss gesagt, die Dinge einfach verändert haben und sich sowohl auf Landes- wie auf Bundesebene eine ganze Reihe von Programmen ergeben und entwickelt haben, die das ein oder andere obsolet machen, was in Ihrem Antrag steht, in Ihrem Gesetzentwurf steht. Ich glaube, das werden Sie nicht bestreiten. So, und jetzt haben Sie in der letzten Haushaltsausschusssitzung dann noch einmal einen Änderungsantrag beigebracht, in dem Sie sagen, na ja, also da es das jetzt alles gibt und unser Gesetzentwurf relativ weitgehend ist, ich hatte Ihnen bei der Einbringung damals gesagt, unsere Schätzung ist, dass wir über 1,6, 1,7 Milliarden reden, haben Sie gesagt, okay, wir müssen jetzt noch einmal das so verändern, dass alles wechselseitig auch gegenseitig angerechnet und abgerechnet wird. Das heißt, allein bei dem Gedanken kommt mir die Sorge, dass die von Ihnen häufig propagierte Idee des Bürokratieabbaus dabei völlig unter die Räder kommt. Und ich glaube, in einer Krise sollte man eins nicht machen, man sollte die Dinge nicht zusätzlich komplizieren. Sie sind eh schon kompliziert genug. So, und Herr Eckert und andere, die das eben angesprochen haben, ich sage mal noch einmal und wiederholt sehr deutlich, wir haben für alle, die hier heute angesprochen worden sind, für die Solo-Selbstständigen, aber auch für die Unternehmen jedweder Branche, also die Schausteller, die Messebauer und wie auch immer sie heißen mögen, Programme, um ihnen zu helfen. Und das Bundesprogramm, das werde ich jetzt weiterhin behaupten und ich glaube auch nicht ganz zu Recht, hat im Grundsatz die richtige Ausrichtung. Das aktuelle Überbrückungshilfeprogramm hat die richtige Ausrichtung, weil es Zuschüsse in durchaus ordentlichen Beträgen möglich macht. Weil viele Unternehmen, mit denen ich rede, das würde Ihnen auch so gehen, sagen, na ja, es gibt zwar viele Bürgschafts- und Darlehensprogramme, aber was hilft mir das? Ich weiß nicht, wie lange die Krise dauert und ich habe Kapitaldienst zu leisten, irgendwann auch komplett zurückzuerstatten. Also ich habe Sorge, mich fremd zu finanzieren, es geht mir eh schon schlecht, also ich brauche eigentlich Zuschüsse. Deswegen haben wir, Tarek Al-Wazir und ich, den Bund gebeten, und zwar dringlich gebeten, über den Deckel der Überbrückungshilfe nachzudenken und die 200.000 Euro hinterfragt. In einer Zeit, in der man sicherlich eins nicht sagen kann, dass kein Geld im Topf ist, nämlich wir reden über 25 Milliarden. Und wenn Sie das nach Königsteiner Schlüssel mal auf Hessen runterbrechen, dann wären das für hessische Unternehmen 2 Milliarden Euro. Also wir haben gerade kein Geldproblem. Ich will immer wieder dazu sagen, selbstverständlich auch das, was der Bund macht, ist kreditfinanziert. Müssen wir ja nicht drum herum reden. So, und deswegen glaube ich, macht es doch Sinn, dass das, was man hat, besser wird. Und auch das haben wir den Bund gebeten, dringend gemäß der Koalitionsvereinbarung vom 26. August, wo deutlich in der Koalition in Berlin geklärt worden ist, dass es Verbesserungsbedarf gibt, sowohl was die Bürokratie anbelangt, Anträge zu stellen, den Antragszugang also minimieren in den Anforderungen, wie auch was die Beträge anbelangt und was beispielsweise auch die Umsatzrückgänge anbelangt, die man nachweisen muss, um überhaupt in den Genuss dieser Programme zu kommen. Die sind nämlich aus meiner Sicht zu hoch und sie sind auch zu starr auf den April, Mai fixiert gewesen. Das ist der Bund dabei, gerade zu verändern in auch einer Bund-Länder-Arbeitskommission. So, und deswegen glaube ich, dass es viel sinnvoller ist, bevor man irgendwas Neues macht, dass man das nimmt, was man hat. Zumal, Herr Eckert und andere haben, glaube ich, darauf hingewiesen, wir alle wissen, oder Sie haben es zumindest erkennen lassen, dass wir auch keine Doppelbeförderung haben sollten. Ich finde, das muss man schon im Auge haben. Und wenn das so ist, würde es eh dazu führen, wenn wir noch ein hessisches Sonderprogramm machen, dass das eine gegen das andere wieder aufgerechnet würde. Und da Sie Baden-Württemberg angesprochen haben, und ich bringe ja durchaus ganz bewusst ein bisschen hin und her, weil das alles eine Grundtendenz hat, und dort die Solo-Selbstständigen angesprochen haben und das Programm dort angesprochen haben, ich glaube, Herr Dr. Naas hat das auch angesprochen, will ich das schon einmal klarstellen. Die haben vorgesehen, 3 Monate lang, Größenordnung 1.148 €, glaube ich, das ist gerade der Pfändungsbeibetrag für 3 Monate, also jeweils gut 1.000 €,
in diesem Programm für die Soloselbstständigen als sogenannten kalkulatorischen Unternehmerlohn. Jetzt sage ich nicht, dass das nicht Geld ist, 3.400 €. Aber seien wir doch mal ehrlich, das hilft doch dem Soloselbstständigen, den Sie da auf dem Marktplatz oder vor der Staatskanzlei bei der Demo treffen, wirklich nicht über den Winter. Und deswegen macht es doch einfach Sinn, dass man Programme hat, die diesen Menschen über längere Sicht helfen und zwar sich orientieren an dem tatsächlichen Lebensaufwand, den diese Menschen haben. Und deswegen bin ich mit Herrn Finanzminister Scholz der Meinung, dass es klüger ist, wenn man die Menschen, die diese Problematik gerade für sich haben, nämlich keine Kosten haben, die sie geltend machen können, weil sie irgendwo in ihrer Garage wirtschaften und ihren Schreibtisch im Schlafzimmer stehen haben, dass man denen zur Existenzsicherung tatsächlich sagt, wir haben eine Grundsicherung und wenn wir dort die Ansprüche, die man normalerweise hat bei der Beantragung dieser Grundsicherung, deutlich vereinfacht, dann ist das aus meiner Sicht das klügere Instrument, zumal tatsächlich vorhandene Kosten dort neben dem Festsatz, Wohnungsgeld, Energiekosten und vieles andere mehr erstattet werden, egal in Anführungsstrichen in welcher Höhe. So, und insofern sage ich, wir haben für jeden was, aber ich gebe auch zu, es werden viele sein, die werden sagen, das reicht mir nicht, ich hätte gerne irgendwo einen größeren Zuschuss und vielleicht auch einen größeren Betrag pro Monat für meine Lebenshaltungskosten. Und da Sie den Markus Philipp angesprochen haben und die Anhörung angesprochen haben, ja, das ist doch nun die normalste Regung der Welt, dass jemand, der hier angehört wird im Hessischen Landtag und gefragt wird, sag mal, bist du einverstanden und sagst du, das ist auskömmlich, was es da jetzt gibt, dass der Nein sagt, überrascht mich also nun wirklich nicht. Und bei Markus Philipp sage ich nur so viel dazu, das darf ich hier öffentlich sagen, weil wir auch hier im Ausschuss öffentlich darüber gesprochen haben. Erstens wissen Sie, dass ich den kenne. Der ist in mehreren Bereichen unterwegs, als Künstler, als Musiker, als Sportreporter beim Hessischen Rundfunk. Er spricht durchaus aber für eine ganze Gruppe, aber vielleicht nicht alleine für sich. Und mit Markus Philipp habe ich zwischenzeitlich zweimal sehr, sehr lange gesprochen. Und ich glaube, es ist ihm deutlich geworden, weil ich dort das Gleiche gesagt habe wie das, was ich hier sage, dass wir tatsächlich auch für Solo-Selbstständige vernünftige Programme haben. Und dann noch bitte auch in Anlehnung an die Debatte, die wir vorgestern geführt haben. Sie haben die Luftverkehrswirtschaft als eine unserer Problembranchen angesprochen. Also ich bin nun wirklich einverstanden, dass Sie in der Frage völlig recht haben und darauf auch zu Recht hinweisen. Weil kein Standort in Deutschland ist so sehr von diesem Bereich unserer Wirtschaft betroffen, im positiven Sinne wie auch im negativen Sinne. So, und jetzt wissen Sie, dass ich Aufgaben auch neben dem Amt des Finanzministers habe, die sehr viel mit Luftverkehrswirtschaft zu tun haben, als Aufsichtsratsvorsitzender des Unternehmens Fraport beispielsweise. Und Sie können sich vorstellen, dass ich wirklich jeden Tag mich mit dieser Frage beschäftige. Nur eines können Sie weder dem Finanzminister noch dem Ministerpräsidenten noch dem Wirtschaftsminister vorwerfen, nämlich dass wir dort die Dinge grundlegend ändern können, weil diese Wirtschaft, diese Luftverkehrswirtschaft ist absolut abhängig davon, dass wir mit dieser Pandemie irgendwann so umgehen, dass Menschen wieder trauen, sich in einen Flieger zu setzen, jedenfalls mehr, als es heute tun. Herr Minister, nur den Hinweis auf die Fraktionsredezeit. Herr Präsident. So, und deswegen versuchen wir, und da geht es gerade nicht um große Budgets, an allen Fronten, ich sage das mal ganz bewusst so, allen voran auch der Ministerpräsident und der Chef der Staatskanzlei, dahin zu kommen, dass wir das Reiseverhalten von Menschen positiv beeinflussen, dadurch, dass wir es möglich machen, dass die Quarantäne nicht so, wie sie heute ist, 5 Tage dauert, was nämlich dazu führt, dass Geschäftsreisende beispielsweise sagen, 5 Tage Quarantäne, fliegen tue ich eigentlich deswegen, weil es schnell geht, also ausgeschlossen dieser Flug. So, und insofern darf ich Sie einfach beruhigen, weil wenn ich jeden Tag in der Zeitung darüber berichten, was wir dort unternehmen, auch in Berlin insbesondere unternehmen, dass wir uns um diese Branche nicht kümmern. Und eine allerletzte Bemerkung will ich dann auch in Richtung Schalauske machen, weil mir geht es einfach auf den Nerv. Mir geht es einfach auf den Nerv, weil Sie ständig behaupten, dass wir uns, ich sage parteiübergreifend, ich glaube, das wäre der Vorwurf, den Sie an alle machen, um die großen Unternehmen kümmern und die kleinen Unternehmen und die Solo-Selbstständigen im Stich lassen. Das ist a. falsch, und b. ist es zynisch gegenüber dem einzelnen Mitarbeiter und Mitarbeiterin bei einer Lufthansa, bei der Fraport und anderen großen Unternehmen, denen wir helfen wollen. Für mich ist jeder einzelne dieser Beschäftigten genauso wertvoll und genauso wichtig wie jeder einzelne Solo-Selbstständige. Nehmen Sie es einfach einmal hin. Ich wäre dankbar, wenn Sie aufhören, in unsere Gesellschaft in dieser Form einen weiteren Spalt einzutreiben. Den brauchen wir nämlich nicht. Ja, Sie haben es gesagt.
Sie haben gesagt, wir lassen die Solo-Selbstständigen im Stich und für die Großen haben wir die Kohle. Ja, genau so ist es. Bei der Lufthansa ist es genau so, dass ich sage, es war gut, dass wir das gemeinsam mit der Bundesregierung alles verhandelt haben und die Bundesregierung dort ins Oblo gegangen ist. Sonst wäre das Unternehmen heute nicht mehr da. Und da reden wir über 130.000 Menschen und Schicksale, die mir jedenfalls es wert sind, dass wir uns auch in diesen Dimensionen um Unternehmen kümmern. Vielen Dank, schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank, Herr Minister. Bis zum nächsten Mal. Wir sind am Ende der zweiten Lesung angelangt. Die Abstimmungen erfolgen dann im Abstimmungsblock.